Nee. Ich guck mir erstmal die Ah, Planeten hab's. alle an. Wir können es upgraden, das Ding. Ja? Na Ja. halt, vergiss es, könnt doch nicht. Wir müssen den Anvil upgraden. Okay, wenn es Sun, dann kann man upgraden, dann geht das. Hast du was, wo Sun ist? Vielleicht, aber lass uns erstmal die medizinische Forschungsstation besuchen. Wir sind auf dem Okay. Weg. Was war das? Herein. Oh, da schwimmt, da fliegt irgendwas. Was fliegt denn da? Ist jetzt So. dort oder nicht? Wir sind jetzt in einer Forschungsstation. Können wieder was Schönes einsammeln. Glaube ich. Hoppla. Yippie! Oh. Ach, das ist wieder so ein Laden. Wahrscheinlich können wir uns hier auch wieder Quests holen, theoretisch. Schauen wir uns einfach mal um. Vielleicht finden wir was Schönes. Hoppla. Eine Pistole? Ich guck mal speziell nach irgendwelchen Kästen oder so. Und wie machen Okay, hier kann wir. man wieder seine eigene Space Station bauen. Und wie machen wir Dingens? Die Behälter? Der Behälter. Das können wir vielleicht offline später nochmal machen. Na, fürs Haus. Nein, das müssen wir, ja. Ja, also hier gibt es nichts wirklich was. Nee, ich gucke hier nochmal gerade. Oh, hier liegt ein Teddy. Brauchst du noch einen Teddy? Ja. Kann ich ihn einsammeln? Ich glaube nicht. Nee, kann ich nicht einnehmen. Annehmen. Aufnehmen. So. Ups. Nee, ich gehe wieder raus, er ist nichts. Ja, ich will auch mit. Ach so, stimmt. Gut, wir nehmen einen Savanne-Planete. Savanne. Wie nehmen wir Savanne? Da. Das ist ein kleiner Planet. Aber das ist nie mit Hitze, oder? Normal. Ich glaube, der war temperiert. Ach so, Cool. wo kann man das denn upgraden? Ich habe Gar ja nicht. Wir noch müssen gar erst einen nicht. Anvil upgraden. Oh. Wir brauchen wieder Dings, Silikon, Sand. Dann auf nach Silicon Valley. Burn, baby, burn. Ich nehme mal. Nee, ich gehe noch mal runter. Wer sagt denn, dass wir sofort Sand haben? Das ist nicht der richtige, glaube ich. Sand. Ich gehe an der Oberfläche erstmal, okay? Wo die Monster nicht so nett sind. Ich wollte noch nicht runter, ich wollte erstmal oben laufen. Ja, mach du mal oben. Ich habe schon 1000 Sand. Ich glaube, es langt jetzt. Okay. Kannst ja aussteigen und mitkommen. Der Planet, der im Hintergrund ist, den können wir auch besuchen. Der ist aber vulkanisch. Da gibt es dann Egisalt und so. Was gibt es hier nicht? Das habe ich vergessen. Egisalt. Ich weiß es nicht mehr. Ich vermute nicht.
nicht, weil der temperiert ist. Ja, ich habe eh keinen Platz zum Aufheben. Warte mal. Doch, ich habe Platz. Warum passt das nicht? Was ist hier los? Hä? Warum kann ich das nicht aufheben? Also der Planet gefällt mir. Ach so, weil's falsche Fach. Au. La 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 la. Was ist denn das? Oh, das ist ein Monster. Oh Gott, sah aus wie eine Blume. Oh Gott. Hui hui hui. Bessere Waffe können wir mal gebrauchen. Ne? Oh, gibt's Weintrauben. Wenn du was Buntes am Boden siehst, nicht anfassen. Das ist ein Kaktusmonster. Ja, bist du jetzt neben mir? Oben? Hm. Ich bin nicht oben, ich bin unten. Oh, die machen wir viel Schaden. Uiuiui. Ui, ui. Natürlich gehofft, dass wir ein paar Glottis finden. Was ist denn das? Oh! Eine Banditenbande hat einen Händler überfallen. Ich habe die einfach abmurksen lassen. Händler. Ja, der ist jetzt tot. Aber die Banditen leben noch. Keine Angst. Also nach Akisol sieht es ja nicht aus. Der arme Händler. Oh, völlig geplündert. Oh, eine Waffe. Geil. Glaube ich. Nehme ich mal mit. Noch ein Maschinengewehr. Nee, das ist ein. Das ist vielleicht was für dich. Ein Sniper. Magst du Sniper? Probier's mal, wahrscheinlich aber nicht. Ist ein Robidorf mit Quests. Willst du mitkommen? Nee, nee, lass mal mit Quests. Jetzt kommen wir wieder nicht raus, ne? Hm. Aber ich gehe zumindest mal die Kisten durch. Nein, kein Quest, nicht schwach werden. Dornensaft. Ich habe Dornen gefunden. Zweihändige Axt. Ein bisschen Gold. Ein bisschen mehr Gold. Hm, die Spiele wäre auch schön von okay, da das versuche ich noch mitzunehmen da unten. Hä? Sag, das da unten versuche ich noch mitzunehmen. Wird aber langsam knapp. Vielleicht keine Energie mehr. Schön. Dum, 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 dum. Was ist das denn? Ein großes Tier. Hühner. Was ist das? Wattage Pottage. Was ist denn Wattage Pottage? Keine Ahnung. Ich hab keine Energie mehr. Ich will da hoch. Wie? Lass mich ruhig alleine. Ja, ja, sehr gerne. Na. Du hast gesagt, du brauchst
Silikonboard, ne? 5 Stück. Mhm. Hab ich dir gecraftet? Der haut mich. Ich hab mich hier, glaube ich, unbeliebt gemacht. Was? Ja, danke. Ich darf jetzt, glaube ich, nicht mehr ins Dorf. Ich bin ein wenig in Ungnade gefallen. Ein Goldener mit Aufgabe. Schade. Ich hätte jetzt schon ein paar Aufgaben gemacht. Und dann werde ich wieder nicht fertig. Ah, oh, so viele Sachen. So viele Kisten. Was ist das denn? Teleporterkern. Eine Bücherei. Ja. Das hat mir noch gefehlt. Liest das jetzt nicht alles durch? So, mein Anvil ist geupgradet. Ich brauche Silk. Halt, da war was drin. Ja, hier kann man Cooling Pack bauen und sowas. Ah, sehr gut. Und Heating. Ich kann das Heating Pack bauen schon. Da brauchst du einen Scorch Core dazu. Ich habe ihn irgendwann auf dem Planeten gefunden. Scorch Core? Mhm. What is a Scorch Core? Ich hoffe, du hast das, weil ich habe nur eins. So. Ich wollte gerne hier noch durchlaufen, wenn ich darf. Ja, ja, klar. Ich habe jetzt nur das Feedback, ne? Wir können uns doch schon bessere Rüstung machen. Ein ziemlich großes Dorf. Da machen die mir die Tür vor der Nase zu. Da brauche ich nichts. Die dürfen bloß nicht sehen, dass du was klaust. Okay, das war's hier wohl. Oh, hier gibt's Teer. Öl. Was ist das denn? Sandsteinbett. Wie nett. Was haben wir denn hier? Gibt hier so viel zu entdecken. Und was machst du? Baut mir gerade eine Rüstung. Was sind das? Hm? Komischer Mann liegt hier. Oh, eine Kiste. Dornengranaten. Hör mal. Ein Baumhaus. Ein komisches Schiff. Ich sehe gerade, dass ich von der alten Rüstung die Hosen nicht anhatte. Tja, besser, man hat die Hosen an. Dafür, dass das ein kleiner Planet ist, ist hier ziemlich viel. Alarm. Oh, komm schon. Das war schon mal gut. Sehr schön. Was ist das? Klarinette. Brauchst du eine Klarinette? Nein, danke. Nein. Okay, ich glaube, ich gehe jetzt auch mal hoch.
Das war der Planet. Ich hab eine Bitte an dich. Alles upgraden, was ich kann. Wo ist mein Zeug? Ich hoffe, ich hab dein Zeug, oder? Aber das meine ich nicht. Könntest du mal kurz den Hitzeplaneten anfliegen? Da will ich schon mitkommen. Ja, du hast keinen Ken. Ja, ich dachte, du hast alles für mich. Ich hab nur einen Kern, habe ich gesagt, für das Ding, für das Hitze-Upgrade. Was denn für ein Kern? Du brauchst für das Backpack, wo ich auf dem Rücken habe, brauchst du einen Scorched Core. Ein Scorched Core. Ich muss das. Du kannst das erstmal das Upgrade machen, eins nach dem anderen. Ja, ja, hier. Moment. Ich muss das sehen. Toll. Wieso habe ich denn das Zeug mitgenommen? So, was brauchst du noch? Was hast du gesagt, was du brauchst? Liegt das Board rum? Willst du nicht einsammeln? Nur warte doch mal, ich muss erstmal mich sortieren hier. Was brauchst du denn noch? Nicht so hastig. Was brauchst du denn noch? Eine Batterie und 5 Silikondinger. Also das Zeug da. Und wo ist der? Eine Batterie. Die Silikondinger habe ich doch gerade gegeben. 5, ich brauche aber 10. Siehst du? Ach da. Du hast vorhin gesagt, du brauchst 5. Ich hätte mir jetzt auch welche machen können. Egal. Jetzt hast du schon. Hast du gebaut. Ja, danke. Und Batterie hast du gesagt, eine. Also, ich könnte die Klaue machen. Einmal. Brauche ich einen Handschuh? Habe ich den Gauntlet nicht? Ich glaube, den Gauntlet habe ich. Ja, Tatsache. Ach so, da fehlt mir noch 2 Klauen. Na egal, kann ich das auch wieder eintüten? Sieht dir dieses Kaninchen davor. Ich habe noch Waffen, die kannst du ausprobieren. Doc, das liegt dein Zeug. Wo? Da. Danke. Ah. So. Will ich nicht. Nee, Scorch kann ich tatsächlich nicht. Aber wo finden wir den denn? Weiß nicht. Nee, wenn, dann will ich natürlich mit. Ich lasse dich doch jetzt nicht alleine auf dem Hitzeplaneten. Cooling EPP. Oh Gott. Aber es gibt doch Planeten, wo wir so Egisalt finden, glaube ich. Richtig, auf Hitzeplaneten. Ja, ich meine ohne Hitze. Hast du noch eine Seide? Gucken, ob ich noch eine machen kann. Ja, ich kann noch eine machen. Wenn du einen Pyromantel kaputt machst, was auch immer ein Pyromantel ist. Aber die haben also 20% Chance. Pyromantel? Was ist denn ein Pyromantel? Die gibt's auf vulkanischen Biomen. Na super. Oder du musst mich alleine runterlassen, ich töte ein paar und dann. Ich komme natürlich mit. Hä? Ich kann nicht nur nicht so lange da bleiben. Dann auf. Hab ich jetzt das Eulenzeug? Dann töte ich dir so ein Vieh und bring dir einen Chor mit. Auch aber eine bessere Waffe. Eine mit Schaden. 2 Damage. Ich habe was für meine Haustiere gefunden. Möchtest du eine Maske haben? Nein. Hast du die Waffen angeguckt? Ich habe das alle wieder reingeschmissen. Zunächst einmal. Wo reingeschmissen? Die geht vielleicht, ja. Jetzt habe ich das Zeug wieder in der Tasche. Flieg mal wieder zum vulkanischen Planeten. Nicht so hastig. Ich muss mich auch sortieren. Du stehst hier schon 10 Minuten. Der kann da auch noch raus. Dann will ich da nochmal. Sind wir da nicht gerade? Hä? Magmatischer, also Vulkan, sorry, Vulkanplanet, nochmal. Vulkanbiom. Ja. Mal sehen, ob das da hinten auch einer ist. Jetzt bin ich den anderen angeflogen. Mal sehen.
Nein, das ist ein Magma-Planet. Geht er auch? Ja. Es wird heiß. Kann ich die Radioaktivität auch ablegen? Okay, das ist keine gute Idee. Was ist keine gute Idee? Erzähl mal. Ich habe noch ein schönes Ding. Mal sehen, ob ich hier überlebe. Wie lange ich hier überlebe. Oh, es tut gleichmäßig weh. Ich habe folgendes Problem, Doc. Ich habe das Ding auf dem Rücken und mir tut trotzdem weh. Wie viel Schaden kriegst du? Hier ist ein vulkanisches Dingens. Genug. Wie viel kriegst du ungefähr? Zu viel. 5. Ah, jetzt geht's. Wow. Nee, ich auch 5. Ich will die... Da, mach die Pyromanen kaputt. Diese Vulkanspeier. Ich kann nicht, bin tot. Ich krieg Schaden, Doc. Dann ist doch was zwischendurch. Ich krieg 5 Schaden, obwohl ich das auch. Ding auf dem Rücken ist doch was zwischendurch. Was bringt das dann, dass ich auf dem Rücken habe? Ich kann nicht gerne Dinger fressen. Ich will auch so ein Ding haben. Doch, es bringt nichts. Ich will auch so ein Ding haben. Es bringt nichts. Kannst du auch nochmal sagen. Ich will noch so ein Ding haben. Für was denn, Doc? Es bringt ja nichts. Für mich! Für mich! Es bringt doch boah, nix. Diskutier doch nicht immer so viel. Ja, es bringt aber nichts. Ich krieg genauso Schaden wie du. Lang. Da muss ich erstmal die ganzen Spiele und so hinstellen. Wie sieht das Ding mal aus? Machen wir es erstmal ein bisschen schick hier. So. Ah, genau. Den wollte ich hinstellen. Ich krieg genauso viel Schaden mitten ohne das Ding, ist scheißegal. Direkt vor die Tür. Ja, so. Den packen wir hilft das nicht? Ja, so. Wird das schon mal stehen? Können uns derweil ja noch ein paar Kisten hinstellen ins Haus. Ich pack mich erstmal ein bisschen aus, glaube ich. Wenn oh, scheiße. Doc, ich weiß warum. Ich nicht. Das Heating ist für kalte Planeten. Das Cooling wird dir heißen. Ja, das ist eigentlich logisch, ne? Ja, eigentlich schon, ne? Petalblock. Hier ist doch noch Sand. Hätten wir bloß in unserer Villa gucken müssen. Ich hab doch 1000, was willst du denn? Ja, wie gesagt, hier ist ja auch noch was. Ja, ich hab doch 1000. Da rennt er extra zum Wüstenplaneten. Hier waren noch 3000. Ja doch, 3000 kommt hin. Da noch ein paar Bäume rein. Da kommt der Holz hin. Die ersten Dinge, oder? So. Den. Mal die ganzen Schlons hier erstmal rein. So, wir brauchen unsere Kisten. Da, Kisten. Wieso kannst du sowas bauen und ich nicht? Ein Minenhelm. Stream oder irgendwas weiß ich, schmeiß mich dort. Ja, bin ich nicht. Könnte ich mir auch überlegen. Extreme. Wo hast du denn diese spezialisierten Dinger ausgesehen? Wo hast du denn diese riesen Kisten gefunden? Die riesen Kisten. Die waren. Tja. In der Holzbank. Holzwerkbank, glaube ich, dran. Hä? Ich
Also nicht mehr in der erweiterten? Komisch. Ja, ja. Ich glaube, ich sollte mal schlafen. Und man kannst du mir sagen, wie man erkennt, ob es extrem ist oder nicht? Der Planet. Das siehst du, glaube ich, am Sonnensystem. Nee. Ich fliege jetzt mal mit meinem Schiff einen Eisplaneten an. Frozen Star, Arctic. Da gibt es bestimmt keine Pyromanen. Nee, die haben keine Pyromanen. Aber die gibt es ja auch auf Ebene 3 und 5, glaube ich. Vielleicht hier auf dem Heimatplaneten, wo das Haus steht. Aber wir hatten die ja recht früh gefunden. Müssten wir noch ein Dottels finden. Au. Ich gehe mal gucken. Ah, da steht eine 5 hinten dran. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, das könnte man. Da kann ich Glück haben. Wenn da eine 5 dran steht. Okay. Ich wollte dir eigentlich noch ein Geschenk machen. Du wolltest mir ein Geschenk machen? Ja. Wie? Hast du zwar nicht verdient, aber. Ja, hier gibt's. Okay, ich bin auf dem Planet mit Ecosaur. Warte mal, das kriegen wir hin. Ich bin, glaube ich, auf dem Planeten, wo die Pyro-Dingsbums waren. Mal gucken, ob wir jetzt hier meinen. Ob ich das schnell abnehme. Ja, okay. Du hattest recht mit den. Mit der Radioaktivität. Richtig. Das ist nämlich bei Eis und Hitze genauso. Das Teil geht ziemlich schnell nach. Verständlich. Alter, ist der schnell. Muss ich denn jetzt ernsthaft schwimmen? So. Da ist immer noch was. Was, schwimmen? Du musst schwimmen. Ich bin gerade auf so einem Arktikplanet. Lass mich ruhig allein. Nein, ich versuche dir doch Paket zu besorgen. Funktioniert natürlich nicht so richtig, wie ich will, aber der Wille war da. Ah. Ja, ich wollte nämlich eben mit dem Tech runter. Ich wollte alles wegbuddeln, aber der Tech gibt so schnell nach. Ich glaube, den Tisch kann man da auch noch upgraden. Oh ja, ich muss wirklich tauchen. Ah, ist ja ein Traum. Bitte gibt's hier keine Fische. So. Bitte gibt's hier keine Fische. Bitte gibt's hier keine Fische. Da gibt's auch die großen, ne? Da ist einer. Oh je. Oh. Ich greife einen Piranha an. Oh. Oh. Hm. Oh. Wow. Okay. Matsch. Wollte ich schon mal haben. Au. Oh, war das knapp. Was ist das denn? Eine Pilotenjacke, ja, hui. Das ist cool, nehme ich. Nö. Habe ich noch Wasser? 17. Ist das da Eisen? Eisen. Sehr schön. La 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 la. Gibt's denn das Zeug? Tja, wenn ich wüsste.
Diamanten. Na gut, einer. Das gibt es doch nicht jetzt. Doch, bei Roller. Wenn das sein will. Ich glaube, mir bekommt gleich Hunger. Was ist mit dir? Wann gehst du essen? Ach ja, ja, das ist. Sonst machen wir erstmal eine Pause. Vielleicht dort. So schnell. Da gehen wir besser nicht weiter. Ich gehe mal wieder hoch. Kommst du auch hoch? Ich wollte noch was geben, was dich freuen wird. Aha. Okay, bist du gleich tot. Oder ich komme gerade mal zu dir runter. Alles okay? Ob das hin soll? Ja, ja, es ist alles super jetzt. Oh, es ist zwar kalt, aber nicht zu kalt. Aber meine Ausdauer sinkt. Ups. Meine Ausdauer sinkt rapide. Ja, lass mich ruhig allein mit dem viel zu schweren Monster. Ist gar kein Problem. Ich bin runtergefallen. Ah, geht immer weiter. Komm noch mal zu mir jetzt. Achso, jetzt bin ich bei dir. Ich dachte, du bist noch da unten. Da. Toll. Danke. Das waren 14 Stück. Wow. Danke. Ja, also geht doch. Nee, ich hatte mein Dings, hatte ich gerade auf Stufe 2 Schnelligkeit upgradet. Das geht jetzt so schnell. Fürs nächste brauche ich zwar 32. Da dachte ich, wir bekommen die Beetlemasse mal eine Freude. Ja, ich war eigentlich ziemlich nah jetzt beim Eggesol, ne? Aber irgendwie. Collection Library? Fossilien? Das ist irgendwie doch nicht so gut hier. Ach, wir haben ja ein Sammelalbum. So Tier 3. Ist das vielleicht das Ding hier? Tier 4. Nee, das ist der Transponder. Tier 1. Nicht. Ich würde sagen, wir machen erstmal ein Päuschen. Wir müssen sowieso dieses Dingens da finden. Also, du kannst natürlich die Planeten besuchen und Egisalt holen, aber das ist auch ein bisschen witzlos, dann, wenn du alleine losläufst. Nee, dann könnte ich hergehen und könnte mir so einen Hitzeteil machen. Und mit dem Hitzeteil könnte ich die Viecher töten, könnte dir einen Coolteil machen. Weiß aber nicht. Du brauchst doch trotzdem. Wir brauchen jetzt ja trotzdem so ein Ding. Ich brauch bloß zwei von jedem. Ich brauche zwei Eggisol, zwei Ferrozium und zwei Violium. Dann hab ich's. Ach so. Weiß eine Batterie im Scorched Core. Ja. Dann hast du die Kühlung. Ja gut, das brauche ich ja auch, Beetle. Ja, nee, dann kann ich auf den Hitzeplanet gehen und kann dir kurz zum Scorched Core holen. Das meine ich. Ja, ich gehe sowieso gleich essen. Also ja, mach doch. Ja, das Problem ist bloß, ich komme da nicht klar auf dem Planeten. Ja, ich kann dir leider nicht helfen, wenn ich da sofort sterbe. Du bist ja nicht gestorben. Von der Hitze bist du ja nicht gestorben. Von der Hitze nicht, aber weißt du, wie viele Bandagen ich gefressen habe? Also du musstest was essen, oder was? Ja, ständig. Weil du gesagt hast, du verlierst bloß. Ja, ich muss aber ständig essen, damit ich Ausdauer. Das aufrechterhalte. Die Ausdauer. Kannst essen, um Ausdauer zu regenerieren? Was? Nein, kühlen. Kälte frisst Ausdauer, Hitze frisst Leben. Richtig, es ging ja um den Kälteplaneten. Ach so. Ja, auf den Kälteplaneten komme ich ja gar nicht rauf. Du warst doch gerade auf dem Kälteplaneten. Ja, aber die Ausdauer ging zu schnell runter. Ich kann ja nicht schießen. Da kann ja nichts machen. Kannst aber abbauen. Wenn man ich würde sagen, wir sammeln jetzt offline ein bisschen, dann gucken wir mal, ob wir das nächste Mal alles beisammen haben. Machen wir das so. Wir gehen eh gleich essen, nicht wahr? Ja, ja, ich denke auch. So. Dann sagen wir mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, Genosse. Tschüssi.